1899 sind wir angefangen, Tuche zu produzieren. Damals sagte man noch Stoffe. Damals aus ganz kleinen Anfängen heraus, da haben sich zwei Männer gefunden. Der eine hieß Achter und der andere hieß Ebels. Die haben sich zusammengetan und haben Joint Venture gemacht. Haben dann angefangen mit 8 Webstühlen, die haben die sich gekauft und haben dann angefangen, Männerstoffe zu machen. Grobe Ware. Und dann ganz weitsichtig, 1920, 21, da gab es die fahrenden Droschken, ohne Pferd davor. Dann haben die gesagt, die brauchen auch Stoffe. Dann haben die auch angefangen, Autopolsterstoffe zu entwickeln und zu produzieren. Der erste Kunde in dieser Zeit war Opel in Rüsselsheim. Die stellten damals ihre Produktion um von Nähmaschinen und Fahrrädern auf die fahrenden Droschken. 1982 hatten wir ein Werk, ein einziges Werk. Hier das Mutterunternehmen in Mönchengladbach. Und dann sind wir in die Welt gegangen und haben 1982 das erste Zweigwerk gebaut in Spanien. 1984 sind wir in das Geschäft der kompletten Sitze eingestiegen. Unsere wichtigsten Kunden sind natürlich die führenden Automobilhersteller der Welt, Raum- und Luftfahrt. Das ist ein wichtiger Markt und da wollen wir, wenn wir über Passagiersitze reden und überhaupt Materialien reden für die Luftfahrzeugindustrie, dann ist das ein erklärtes Ziel, dass wir uns in diesem Feld dem Feld nähern. Nordrhein-Westfalen ist nach wie vor eine Hochburg der Textil- und Bekleidungsindustrie. Wir haben ungeahnte große Möglichkeiten, Bestleister, Weltmarktführer. Nordrhein-Westfalen ist die richtige Plattform dafür und wir werden richtig weiter Gas geben, um die Vorteile, die wir hier haben, auch wirklich auszuspielen und umzusetzen in Erfolg.